Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum nächsten Rennen der F1 Fantasy Liga hier live aus Istanbul, aus der Türkei. Ja, zum mittlerweile 12. Rennwochenende der Fantasy Liga. Und ja, die Ampel hat schon mal auf grün geschaltet. Das heißt, wir warten jetzt auf die ersten Fahrer, die die Box verlassen. Und da haben wir schon jemanden auf die Strecke, der unterwegs geht. Und zwar ist das Tom Dillmann. Also der WM-Zweite momentan. Und Franzose mit momentan 54 Punkten Rückstand geht als erster auf die Strecke. Danach kommt ein Red Bull. Das sieht nach Max Verstappen aus, der Sieger aus dem letzten Rennen. Da, da schiebt sich ein Gobi Todos Racing-Fahrer noch vor Kimi Räikkönen. Hoffen wir mal, dass der nicht aufgehalten wird jetzt. So, da haben wir Drain Rose und Ryu Funabashi. Dahinter haben wir dann Felipe Massa. Und ja, diese Strecke hat es auf jeden Fall in sich, möchte ich sagen. Eine sehr, sehr schöne Strecke auch auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt Ricciardo und Chip, die jetzt hinterherfahren. Da hinten dann haben wir Gabby Menzel. Und ja, die WM ist momentan ein bisschen in Richtung von Gabby Menzel wieder gerutscht. 54 Punkte hat die Brasilianerin Vorsprung auf den Teamkollegen. Also mehr als zwei Rennen. Also sie könnte theoretisch jetzt zweimal ausfallen. Und Dillmann müsste beide Rennen gewinnen, um überhaupt erstmal wieder ranzukommen. Da haben wir Bottas jetzt auf die Strecke Nico Rosberg. Und ja, dahinter auf Platz 3 ist Kimi Räikkönen, hat im letzten Rennen zum Beispiel gar keine Punkte gemacht. Der ist jetzt 100 Punkte zurück. Also, wenn man das rein realistisch betrachtet, ist es noch ein Duell zwischen Gabby Menzel und Tom Dillmann. Also Mercedes im Grunde kann sich nur auch selbst schlagen, so wie es momentan zumindest aussieht. Natürlich müssen wir dieses Rennen hier wieder abwarten, wie das so ausgeht. Weil nach diesem Rennen werden ja erstmal kaum noch Updates geliefert. Nach Südkorea können auch Updates mitgebracht werden und danach gar nicht mehr. Und ja, wir gehen erstmal gleich auf Tom Dillmann. Ich gucke mal, welche Nummer da hat. Der hat die 22. Und los geht's auf jeden Fall für den Franzosen. Und hier geht's hier bergauf. Dann geht das gleich hier wieder extrem bergab. Und zwar hier nach diesem Rechtsknick, da geht es nämlich richtig runter. Sehen wir hier auch gut in der Kamera. Und bei Tom Dillmann sieht es momentan alles sehr, sehr sauber aus. Aber das haben wir auch nicht anders erwartet momentan von dem Mercedes. Denn in diesem Jahr gab es bis jetzt von 12 Läufen, glaube ich, 9 Siege von einem Mercedes. Nee, 8 Siege. Ansonsten hat eben halt einmal Max Verstappen, zweimal Kimi Räikkönen gewonnen. Ja, und 8 Mercedes-Sieger. Also, das ist schon eine eindeutige Dominanz. Und natürlich versucht man das hier jetzt fortzusetzen. Und gucken wir einfach mal, wie sich das jetzt ausgehen wird. Für Tom Dillmann, der ja einen Vertrag auf jeden Fall fürs nächste Jahr unterschrieben hat und damit aller Voraussicht nach mit Gabby Menzel nächstes Jahr wieder zusammenfahren wird. Und jetzt kommt er gleich über die Linie. Mal gucken, was Max Verstappen dahinter fährt. Und das ist jetzt erstmal eine 1,27,6. Was fährt Max Verstappen? Max Verstappen fährt eine 1,27,0 und ist damit absolut Bestzeit momentan erstmal gefahren. So, wir suchen Kimi Räikkönen. Wollen wir Kimi Räikkönen? Chip ist auf Bestzeit. 17 ist Kimi Räikkönen. Der kommt jetzt über die Linie, Bestzeit 1,26,6. Da hinten haben wir Funabashi, der kommt jetzt auch über die Linie. Und der sortiert sich erstmal auf der 2 ein, 1,26,7. Ist damit also schneller als Verstappen. Wo haben wir Gabby Menzel? Das ist nicht Gabby Menzel. Da haben wir Gabby Menzel. Sie hat 18. Rückstand. Ricciardo sortiert sich auf der 6 ein. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo Chip gelandet ist. Bei denen haben wir etwas aus den Augen verloren. Und Gabby Menzel sortiert sich erstmal nur auf der 5 ein. Chip ist auf die 3 nach vorne gegangen. So, also Max Verstappen ist Vettel. Oh, Hamilton. Patzel. Blomqvist ist unterwegs, hat aber hier Verkehr und ist auch schon im ersten Sektor 13. zurück. Nakajima. Der Mann, der auch ab und zu mal für Punkte gut war, ist jetzt hier auch unterwegs. Gucken wir einfach mal. Gleich, was der für eine Zeit hat. Hier natürlich in der vierfach links. Im Grunde ist es eigentlich bloß eine Kurve. Zumindest in der Formel 1 wird es bloß als eine Kurve gezählt. Obwohl es ja eigentlich 4 kleine Kurven sind. Und Blomqvist hat da doch ein bisschen Verkehr vor der Nase. So,
6 Zehntel hier. Nakajima hat fast 6 Zehntel im ersten Sektor schon Rückstand. Und jetzt, ja, Blumke ist gleich mit ein bisschen Windschatten. Nee, das geht sich nicht aus. Und jetzt wird Ricciardo wahrscheinlich auch gleich in die Box kommen. Und damit ist die Runde für Blumquist auf jeden Fall schon mal gelaufen. Das war keine gute Runde. Und am Ende ist es Platz 8 für den Briten. Chip kommt sogar nochmal in Linie, verbessert sich auf die 2 und ist nur ganz, ganz knapp hinter Kimi Räikkönen. Das war auf jeden Fall schon mal ordentlich knapp. Nakajima hat hier 1,2 Sekunden Rückstand. Der Japaner, der auch nach unseren Berichten kurz vor einem Abschluss für einen Vertrag für ein weiteres Jahr beim russischen Team ist. Und jetzt schauen wir mal, auf welchen Platz er kommt. Erstmal Platz 9 hinter Blomqvist, das ist gut, vor Rosberg und Rose. So, und Vettel ist noch nicht auf der schnellen, Magnussen ist schon auf der schnellen. Patzel ist auch, der ist schon ein bisschen weiter. Gucken wir mal, Patzel. Zweiter Sektor ist er bei... Ja, nur ein Zehntel Rückstand, das ist gut. Kommt Marussia hier etwa mal wieder in die Puschen? Das werden wir gleich sehen, wenn Patzel über die Linie kommt. Wenn er auf jeden Fall schon mal ganz vorne sich einsortiert, dann ist das richtig gut. Und wo geht die Reise hin für Patzel? Es ist momentan Platz 4 hinter Funabashi mit mal gerade 2 Zehntel Rückstand. Magnus in dem ersten Sektor schon ein bisschen langsamer. Magnus hat hier auch 7 Zehntel Rückstand, kann nicht mehr mithalten mit der Leistung von René Patzel in den letzten Rennen. Hat man zum Beispiel auch gesehen, gut in Belgien, da war es nur ein 22. Platz im Rennen für Magnussen und ein 7. für Patzel. Und jetzt kommt Magnussen über die Linie und am Ende ist es Platz 7 vor Dillmann hinter Menzel. So, und jetzt warten wir noch auf Vettel. Der ist die 19. Erster Sektor, 2 Zehntel Rückstand. Der muss sich allerdings versuchen, in der Nähe von Verstappen wenigstens zu platzieren. Was sagt Sektor 2? Ja, 4 Zehntel Rückstand. Das könnte unter Umständen. Hoffmann geht erstmal auf die 12 vor Rosberg und Rose und wieder eindeutig vor seinem Teamkollegen Massa. Sebastian Vettel ist mal wieder ein bisschen in der Pflicht. Er muss mal zeigen, dass er doch mit Verstappen mithalten kann. Und jetzt sortiert er sich erstmal auf der 6 ein, ist damit wieder ganz knapp hinter Verstappen. Und das bin ich. So, Button fährt gerade. Kjetta ist auf der schnellen Runde. Abt ist noch nicht gefahren. Frinch ist auch noch nicht gefahren. So, Kjetta, erster Sektor. Schauen wir mal. Ja, 18. Rückstand. Jetzt kommt Button über die Linie. Bleiben wir mal bei dem. Rosberg hier momentan. Ich sag mal auf einen 14. und damit vernünftigen Platz. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Buttons Platzierung im letzten Rennen war ja zum Beispiel ein 18. und ein 23. von Rosberg. Und da scheint man hier momentan auf jeden Fall so ein bisschen weiter weg zu sein schon. Oh, jetzt haben wir leider keine Zeit gesehen. Ah, da haben wir es. Kjetta, der hat im zweiten Sektor 18. Rückstand. 1,8. Und am Ende ist es nachher 2,1. Damit ist er vor Hamilton. Was hat Button im zweiten Sektor? Zweiten Sektor sind es 1,2.
Honda ja seit dem 10. Rennen mit einem Update. Das hat, man möchte sagen, ein bisschen bei Williams und Klein auf jeden Fall für Aufschwung gesorgt. Hier bei KTM allerdings noch nicht ganz. Und das ist erstmal der 13. Platz, ist vor Hoffmann auf jeden Fall. Das ist gut, hinter Nakajima. Also damit ist man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen in der Nähe wieder. So, das bin ich. Bottas ist noch nicht gefahren. Abt fährt jetzt gerade. Fritsch ist auch auf der schnellen Runde gleich. Bleiben wir also erstmal bei Daniel Abt. 3 Rennen vom Deutschen und 3-mal Punkte. Im ersten Sektor ist hier 13. im Rückstand. Und jetzt schauen wir mal, wie so die Werte hier sind in der Kurve. Ja, also das sind extrem hohe Werte hier. 260 mindestens. Also lag auch der Force India ganz, ganz gut. Und im zweiten Sektor sind wir hier mit einem Rückstand von 8 Zehntel, fast 9 Zehntel. Das wird in der Region Daniel Ricciardo sein. Und am Ende sortiert sich ab. Na, wo sortiert sie sich ein? Es ist Platz 9 vor Dillmann und sogar vor Ricciardo wieder. Also, wieder einmal ab vor Ricciardo. Und Bottas fährt noch immer nicht. Und Fringe ist unterwegs, hat allerdings hier Verkehr vor sich mit Menzel und Rosberg. Ja, das ist jetzt ein Vor- und Nachteil, wie man es auch gerne mehr sehen möchte. Ich denke, es ist eher ein eindeutiger Nachteil hier für den Niederländer. Ja, 2,2, das könnte mit Abstand der letzte Platz sein, vermute ich einfach mal. Weil das kostet hier nämlich ordentlich Zeit und das wird ihn, glaube ich, so ein bisschen auf jeden Fall wurmen. Und speziell das Williams-Team, was unbedingt an der Folge, ja, markiert wird hier momentan in dieser Saison. Weil man wollte eigentlich eindeutig dieses Jahr besser sein und das ist momentan eindeutig der letzte Platz. Und da ist man natürlich mit Abstand weit weg von den Ergebnissen, die man sich gewünscht hat. Und ja, erstmal sind jetzt zu weitgehend alle gefahren, außer Bottas. Und wir gehen einfach mal hier die Plätze durch, von hinten nach vorne. Also Bottas, Fringe, momentan auf der 23. Alonso nur 22. 21. Wern, 20. Hamilton, 19. Kjettel, 18. Felipe Massa, 17. Rose, 16. Rosberg, 15. Hoffmann, 14. Button, 13. Nakajima, 12. nur Tom Blomqvist, 11. Daniel Ricciardo, 10. nur Tom Dillmann, 9. Daniel Abt, 8. Kevin Magnussen, 7. Gabby Menzel, die WM-Führende. Also Mercedes ist ein bisschen auf dem Rückweg momentan, anstatt vorne zu bleiben. 6. Sebastian Vettel, 5. Max Verstappen, also es sieht wieder aus, als wenn der junge Niederländer das Duell hier für sich entscheiden würde. Allerdings ist das Rennen natürlich noch nicht gelaufen. Auf der 4 Patzel, auf der 3 Funabashi und auf der 2 Chip. Also das Toro Rosso-Team meldet sich hier wieder sehr, sehr gut zurück, muss man sagen. Und auf der 1, ja, wie sollte es auch anders sein, der Gigant des letzten Jahres und so wie es aussieht, dieses Mal auch vielleicht schon mit seiner 5. Pole in diesem Jahr. Und das wäre insgesamt die 6. Pole für McLaren und damit hätte man zumindest die Hälfte der Saison an Pole Position schon mal für sich entschieden und das ist, denke ich mal, ein kleiner Warnschuss in Richtung Mercedes, dass man da lieber aufpassen sollte, dass ja, noch nicht alles in trockenen Tüchern ist und ja, 50 Sekunden sind noch, Bottas ist noch immer nicht gefahren und von daher bleiben wir einfach mal bei Kimi Räikkönen und ich nutze ganz kurz, indem wir einfach mal Kimi Räikkönen beim Zuschauen, beim Fahren zuschaut, die Zeit, um etwas zu trinken.
So, noch 10 Sekunden. Wir gehen nochmal auf die 25. Ja, Bottas, herzlichen Glückwunsch. Man hat sich bei Ferrari total vertan und damit wird man auf der 22 und 25 auf jeden Fall das Rennen beginnen. Und ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Kimi Räikkönen, weil ich denke, da wird jetzt auf jeden Fall definitiv nichts mehr kommen. Und ja, wir sehen uns wieder zum Rennen. Ich blende hier nochmal ganz kurz für euch alle nochmal die Abstände ein, da die Teams jetzt natürlich in der Regel immer recht knapp oder recht bemüht sind darin, immer zu sehen, wie die knapp die Abstände sind. Und hier sehen wir speziell Toro Rosso ganz, ganz dicht hinter McLaren hier. Und denn, also allgemein die Abstände natürlich sehr, sehr klein. Vom ersten bis zum momentan letzten, sag ich mal, ist jetzt hier Alonso, sind es 2,6 Sekunden. Alles sehr, sehr knapp. Und ja, wir sehen uns wieder zum Rennen hier live aus der Türkei. Und ja, bis dann, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.